Wir fliegen in wenigen Augenblicken ab. Der Treffpunkt mit Sir Hulk. Wird nicht geändert. Abschussrampe gesichert. Hm? Wetterbedingungen ideal. Ich habe schon auf dich gewartet, Schneize. Sehr interessant. Und du glaubst also, dass du mich jetzt schachmatt gesetzt hast? Na dann lass mal hören. Es würde mich schon interessieren, woher du über meine Taktik Bescheid gewusst hast. Es war nicht deine Taktik. Ich habe mich einfach nur in dich hineinversetzt, Bruder. Du hast was getan? Du hast gar kein Interesse daran zu gewinnen. Unsere Partie in der verbotenen Stadt und auch der Staatsstreich der Schwarzen Ritter. Du spielst immer nur dann, wenn du gar nicht verlieren kannst. Und aus diesem Grund wusstest du, dass ich Damokles zerstören würde? Schneitzel, dieses Mal wirst du eine Niederlage erleiden müssen. Das heißt wohl, dass du mich töten willst. Ich möchte dich was fragen. Wolltest du mit Hilfe von Damokles Herrscher über die ganze Welt werden? Oh nein, im Grunde hatte ich immer nur die Absicht, Frieden zu schaffen. Den Frieden, den sich alle erträumt hatten. Damit hättest du das Wesen der Menschen ignoriert. Da sind wir wohl unterschiedlicher Ansicht. Du hattest die Absicht, die Welt am heutigen Tag für immer erstarren zu lassen. Aber ein Alltag von Starre geprägt, das wäre doch überhaupt kein Leben. Bestenfalls eine interessante Erfahrung. Aber diese Verknüpfung von Erfahrungen nennt man doch Bewusstsein. Du bist ein großartiger Mann, Schneitzel. Aber warum erkennst du nicht an, was nicht zu übersehen ist? Ja, es stimmt. König Charles suchte nach der Vergangenheit. Und du willst das heute bewahren. Aber ich will eine Zukunft. Aber wenn nun die Zukunft schlechter wird, als das heute ist? Nein, die Zukunft wird besser sein. Egal wie lange es dauert, die Menschen streben nach Glück und wollen es besser haben. Aber solche Streben ist immer auch mit Ambitionen verbunden. Deine Einfalt ist wirklich beispiellos. Das Ganze ist doch nichts weiter als ein Gefühl. Man nennt es Hoffnung, Traum, eine ziellose Fiktion. Hattest du als königlicher Spross denn niemals eine andere Sichtweise auf die Welt? Ich habe eine Menge gesehen. Menschen, die sich dem Unglück widersetzten, die eine Zukunft zu erlangen versuchten. Sie alle strebten nach Glück und haben sich dem Unheil widersetzt. Und das ist nun einmal der Ursprung von Gies und Maske. Das ist ein Widerspruch. Du, der ständig den Willen anderer negierte und sich über ihn hinwegsetzte, kommst hierher und erzählst mir so etwas? Na schön, Lelouch, bringen wir es endlich hinter uns. Allerdings wirst auch du von Freya ausgelöscht werden. So werden wir beide unser Leben für den Weltfrieden geben und... Hä? Ich werde dir jetzt ein Geschenk machen, Schneitzel. Diener Zero, diese Worte schenke ich dir, mein Bruder. Du hattest niemals vor, mich zu töten. Nein! Schneitzel, Hoheit! Verdammt! Warum zum Teufel habe ich nichts bemerkt? Das war eine Aufnahme. Er hatte Schneitzels Gedanken vorhergesehen. Befiehl mir, was immer du willst, Zero, mein Gebieter. Schneitzel, du hast wirklich gedacht, dass ich dich töten würde. Und das hat letztendlich zu deiner Niederlage geführt. Keine Bewegung! Zero, deine Geschichte ist beendet. Du hast es nur noch nicht kapiert. Du darfst nicht weiterleben. Du musst sterben! Es steht dir nicht zu, meine Existenz in Frage zu stellen, mein lieber Dieter. Prinz Schneitzel, jemand wie ihr, dem das eigene Leben nie so wichtig war, der immer an andere dachte, der steht nun unter der Macht des Gies. Zero, ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich würde gerne wissen, wie das ist mit einem Gies. Dieter, es wäre eine große Verschwendung, dir jetzt noch ein Gies zu verpassen. Oh.